Einen wunderschönen guten Morgen auf der Insel Ark. Es ist noch dunkel. Wir haben, schauen wir mal hier, 1 Uhr 37, 38. Ach, geht relativ schnell. Ich bin hier in meiner Hütte. Es ist sehr dunkel, deswegen machen wir hier mal ein bisschen Licht an. Da. Zack. So. Die haben wir schon mal angemacht. Hier seht ihr meine Hütte, die ich bislang gebaut habe. Da hinten ist mein Bett. Hier haben wir diverse Schränke, in denen ich Vorräte habe. Hier zum Beispiel Holz, Thatch, Fiber, was auch immer, was man so alles braucht. Gehen wir mal aufs Dach. Diese Hütte habe ich übrigens komplett selbst gebaut. Also die stehen alle nicht da, diese Hütten. Sondern man baut das alles komplett selbst. Hier haben wir zum Beispiel ein Lagerfeuer. In diesem Lagerfeuer kann man, wenn man Dino-Fleisch oder auch anderes Fleisch hat, das kann man da drin braten, damit man es essen kann. Und hier bin ich jetzt auf dem Dach. Ihr seht hier die Umgebung. Es ist relativ dunkel. Da dieses Zeug da drüben, das ist schon die ganze Zeit da. Also dieses Grüne, das da. Was das genau ist, weiß ich selbst noch nicht. Aber das wird sich wahrscheinlich im Laufe des Spiels noch zeigen, was das ist. Dann haben wir hier zum Beispiel, wenn man dahinter guckt, hier auf der Landzunge, dieses Weiße, das ist eine Kiste. Die kann man sich holen, da sind Sachen drin, die einem helfen können. Die tauchen ab und an auf der Insel hier überall verteilt auf. Mal gucken, ne? Sonst sehen wir hier keins mehr. So, machen wir mal das Lagerfeuer wieder aus. Es wird langsam Tag. Weil das Lagerfeuer braucht natürlich auch Ressourcen. So, gehen wir wieder runter. Machen wir auch zu. Die Geräusche, die ihr die ganze Zeit hört, das sind unsere Schildkröten. Zwar Ferus und meine Schildkröte. Da, da haben wir Gerda. Hallo Gerda. Na, wie geht's dir? Gerda ist Ferus Schildkröte. Na? Die ist schon putzmunter. Da hinten haben wir Hugo. Hugo ist meine Schildkröte. Hallo Hugo. So, Hugo. Den kann ich zupfeifen. So, jetzt folgt er mir. Ja, mehr oder weniger. Er kommt mir auf jeden Fall nach. Das ist praktisch mit diesen Schildkröten. Schildkröten sind natürlich wie die anderen Dinos hier. Man kann viele der Dinos zähmen. Das haben Fero und ich mit diesen Schildkröten gemacht. Und diese Schildkröten haben einen riesigen Vorteil. Die können natürlich, wie man sich vorstellen kann, riesige Lasten transportieren. Das heißt, wenn man hier zum Beispiel, ihr seht den Wald da hinten. Ich werde euch gleich mal zeigen, wie man da drin in dem Wald ein bisschen Holz farmt. Da kann man die Schildkröte mitnehmen und dann kann die natürlich wesentlich mehr tragen, als wenn man irgendwie ohne ein Lasttier da reingeht. So, hier haben wir zum Beispiel Ferus Hütte in unserem Fort. Der hat hier das Lagerfeuer davor. Oh, der hat auch schon einen Kochpott, den habe ich noch nicht gemacht. Ah, die Sonne geht langsam auf. So, komm Hugo, wir gehen mal ein bisschen Holz ab, damit wir den Leuten zeigen, wie das hier funktioniert. Da haben wir dieses riesen Dino-Gate. Da wollen wir immer durch. So, komm Hugo, gut, komm raus. Ja, er ist manchmal nicht so der Geschickteste beim Rausgehen. Ich denke mir, das wird auch noch ein bisschen verbessert werden. Na, da kommt er. Hallo Hugo. Hugo könnte ich auch tatsächlich reiten. Ich kann sogar schon einen Sattel bauen. Das Problem ist, ich habe die Materialien für diesen Sattel. So, das machen wir wieder zu, damit Gerda von Fero nicht abhaut. So, hier sind wir jetzt im Wald. Ich nehme jetzt mal ein bisschen Holz. Fangen wir es an hier abzubauen. Holz braucht man natürlich für alle möglichen Sachen. Für Sattel, für Wände, für Böden und so weiter. Es gibt dabei verschiedene Stärke natürlich. Am Anfang hat man Strohhütten, dann hat man Holzhütten und ich kann auch schon, das haben sie relativ neu eingebaut in das Spiel, kann ich Steinhütten bauen. Hier unten, da seht ihr schon, ich habe genug Holz zusammengesammelt, dass ich eine Sache hier basteln kann. Nämlich, was ist das? Genau, eine Holzwand. Dann bauen wir mal eine Holzwand. Ich werde euch zeigen, wie man die dann auch gleich einsetzt. Eine Holzwand bauen wir. Und jetzt will ich noch einen Holzboden bauen. Da brauche ich noch ein bisschen Holz dazu.
Also die Animationen sind auch noch ein bisschen garksig. Die meisten sehen schon ganz gut aus. Aber also dieses Holzhacken, das geht irgendwie gar nicht von der Animation her. Aber es ist ja ein Early Access Alpha Spiel. Das Spiel soll eigentlich erst komplett herauskommen 2016. Weil dafür, dass es Early Access Alpha ist, es läuft verdammt stabil. Es läuft auch relativ schnell. Wobei ich jetzt hier, muss ich zugeben, ich habe die Grafikeinstellung natürlich etwas runtergeschraubt, damit ich euch hier auch das Video präsentieren kann. Sonst wäre das natürlich alles ein bisschen langsamer. So, jetzt habe ich genug zusammen, damit ich auch einen Holzboden bauen kann. So. Ich könnte jetzt, ich habe jetzt natürlich noch nicht so viel gesammelt, damit, dass ich Hugo überhaupt lohnen würde. Ich könnte jetzt hier, ihr seht, Hugos Inventar besteht im Moment aus Beeren. Die habe ich ihm reingetan, damit er eben nicht verhungert. Aber ich kann ihm eben auch zum Beispiel diese hölzerne Wand reinschieben und dann würde Hugo diese hölzerne Wand tragen. Ist natürlich nicht für eine hölzerne Wand gedacht. Eine hölzerne Wand ist natürlich Schwachsinn. Die ist nicht so schwer. Aber wenn man mal irgendwie so 20, 30 hölzerne Wände bauen will, dann ist es schon besser, so ein Lastentier zu haben. So, ich gehe jetzt mit Hugo wieder rein. Eine Sache möchte ich euch gleich noch zeigen. Und zwar, die Dinos sehen hier alle anders aus. Also, die sind wirklich sehr, sehr unterschiedlich gestaltet. Hier mein Hugo, ne? Der hat einen sehr dunklen, fast schwarzen Panzer und grüne Haut. So, dann haben wir, wenn wir hier Gerda anschauen. Gerda hat sehr, sehr helle Haut und einen pinken Panzer. Also, so sehen Dinos wirklich unterschiedlich aus und das macht dann auch durchaus Sinn, wenn man eine Sammelleidenschaft dafür entwickelt, so ganz besondere Dinos zu zähmen, einzufangen und so weiter. So, eine kleine Rückblende, das habe ich nämlich für euch extra aufgenommen zu dem Zeitpunkt, als ich Hugo gezähmt habe. Ich habe Hugo über die ganze Insel gekeilt, na, über die halbe Landzunge hier, bis er bewusstlos wurde und jetzt liegt Hugo hier und ich bin ihn die ganze Zeit am Füttern und gleichzeitig bin ich ihn auch am bewusstlos halten mit Narco-Berries heißt das, also so Narkosebeeren letztendlich. Und wenn man ihn lang genug gefüttert hat und dabei bewusstlos gehalten hat, dann hat man ihn gezähmt und dann folgt er einem, genauso wie jetzt. Hallo. So, dich nennen wir Hugo. So, ich bin wieder drin. Hugo läuft hier wieder wunderbar herum. Den habe ich jetzt wieder freigelassen. Hallo Gerda. Was ich euch jetzt zeigen will, wir haben hier einen wunderschönen Turm gebaut. Der ist ganz schön hoch. Da seht ihr, da bin ich auch schon mal runtergefallen. Man ist dann natürlich tot, wenn man runterfällt. Aber auf diesen Turm will ich jetzt genau diese zwei Sachen, die ich eben zusammengefarmt habe und zusammengebaut habe, oben anbringen, um es da drauf ein bisschen heimeliger zu machen. Also man kann da oben auch drauf eine wirklich komplette Hütte machen. Die will ich so langsam ausbauen. Das zeige ich euch natürlich jetzt nicht komplett, aber so grundsätzlich, wie man hier die Sachen zusammenbaut. Und natürlich auch die tolle Aussicht hier oben. Na. Klettern, da war's. So, da ist die Falltür. Einmal öffnen. So, jetzt sind wir richtig weit oben. Ihr seht, man kann hier richtig weit gucken. Also wäre die Engine jetzt ein bisschen besser eingestellt, dann würde man das noch viel besser erkennen. Aber der Blick von hier oben ist doch durchaus schon mal beeindruckend. Ja, man kann hier runterfallen. Ja, das tut auch sehr weh. So, da unten seht ihr die Hütte. Da unten seht ihr auch die zwei Schildkröten rumlaufen. So. Jetzt füge ich hier mal das, was ich eben gebaut habe, nämlich zum einen den Boden dazu. Den habe ich hier in meinem Inventar. Wooden Ceiling. Use Item. So, und der bietet mir jetzt an, hier ist das Ding. Das kann ich jetzt zum Beispiel hier dran setzen. Mache ich das mal. Zack, gebaut. So einfach geht das. Und dann, damit man hier auf der anderen Seite nicht runterfällt, habe ich hier auch noch eine hölzerne Wand. Die setze ich... Oh, da will er sie gar nicht hinsetzen. Wieso will er die da nicht hinsetzen? Da will er sie hinsetzen. Ah, das kann natürlich sein, weil er zu weit von der Mitte weg ist. Da gibt es auch Beschränkungen. Ich kann natürlich hier kein riesiges, ausladendes Haus drauf machen, weil dieses kleine Ding hier würde das natürlich nicht aushalten. So, dann zack, und schon haben wir die Wand gesetzt. So, das war grundsätzlich so ein bisschen zum Thema Bauen, wie so das eigene voraussieht, was man alles machen kann. So, und jetzt gucken wir mal, ich laufe jetzt mal ein bisschen durch die Insel, mal gucken, ob ich da euch ein paar Ausschnitte zeigen kann, wie so die größeren Dinos dann aussehen.